Herzlich willkommen zu unserer Sendung Glück im Leben, planbar oder zufällig. Wir wollen heute gemeinsam mit Ihnen auf Glückssuche gehen. Brauchen wir denn unbedingt Glück im Leben, um glücklich zu sein? Oder machen wir uns auch oft zu abhängig von einer gewissen Glücksvorstellung? Also nur wenn ich die große Liebe finde, dann kann ich glücklich sein. Oder alles, was mir zum Glück noch fehlt, ist ein neuer Job, mehr Geld oder vielleicht auch ein Kind. Wir haben heute 8 Gäste eingeladen, die alle auf ihre Weise ihr Glück gefunden haben. Und wir wollen erfahren, warum sie glücklich sind oder ob sie deshalb glücklich sind, weil sie auch das Unglück kennen. Herzlich willkommen, Marie-Louise Marjan. Wir kennen Sie als Helga Beimer aus der Lindenstraße, die Mutter der Nation. Obwohl Marie-Louise Marjan im richtigen Leben keine Kinder hat. Und in ihrer eigenen Kindheit gab es auch Überraschungen. Die Schauspielerin verbrachte nämlich die erste Zeit im Heim. Wie sie aber nach Jahrzehnten durch einen puren Zufall auf ihre leibliche Familie gestoßen ist und warum das ihr ganzes Lebensgefühl verändert hat, erzählt uns Marie-Louise Marjan heute. Wenn sich einer mit Glück auskennt, dann ist es Professor Dr. Wilhelm Schmid. Er ist Philosoph, hat sich schon sehr viel mit dem Thema Glück auseinandergesetzt. Warum es sogar notwendig ist, auch mal Unglück zu haben und es nur Glück im Leben gar nicht geben kann, das sagt uns heute. Schön, dass Sie da sind. Sie machen sich beruflich viele Gedanken über das Glück. Wie ist das bei Ihnen persönlich? Was macht Sie glücklich? Jeden Morgen ein Espresso. Das reicht. Und zwar nicht zu Hause. Wo denn? Im Café. Und ein Espresso, der reicht für eine Stunde. Also nehme ich einen doppelten Espresso, dann bringe ich es auf 2 Stunden. Immerhin, dann ist der Tag schon mal glücklich gestartet. Sie haben sich als Philosoph das Thema Glück ausgesucht. Wieso? Nee, eigentlich habe ich es mir nicht ausgesucht, sondern ich wollte es eigentlich vermeiden, das Thema. Und ich habe über 10 Jahre hinweg nebenher als philosophischer Seelsorger in einem Krankenhaus gearbeitet. Und in den Gesprächen mit den Menschen, die da kamen, Patienten, aber auch Personal, auch Ärzte, Ärztinnen, spielte immer wieder das Glück hartnäckig eine Rolle. Und anfangs dachte ich mir, ja, red du mal. Aber dann habe ich mich zur Ordnung gerufen, wenn das die Menschen beschäftigt, dann hat mich das auch zu beschäftigen. Also rekapituliere mal, was ist in der Philosophiegeschichte schon alles über das Glück gesagt und geschrieben worden. Und was kann ich darüber denken, wenn ich gründlich darüber nachdenke. Und so sind Sie beim Glück gelandet. Und es hat sich als dankbares Thema erwiesen. Es ist ja auch so, ne? Dieses Streben nach Glück, das beschäftigt viele. Aber worüber reden wir da überhaupt? Was ist Glück? Ein Begriff. Also erstmal nur ein Wort. G-L-Ü-C-K. Und wie alle Worte bedeutet es eigentlich nichts. Das ist nur Schall und Rauch. Aber was meinen wir denn dann, wenn wir sagen, ich bin glücklich? Das habe ich Menschen gefragt. Und dann kam immer wieder zum Vorschein, dass es mir gut geht, dass das Haus abbezahlt ist, dass ich in einer guten Beziehung lebe, dass ich nette Arbeitskollegen habe, dass ich mir auch mal ein gutes Essen leisten kann. Und in so einem Fall denken Philosophen dann nach, gut, das sind jetzt alles einzelne Charakterisierungen, aber was ist das Gemeinsame? Ich glaube, wir können diese Auffassung, die heute im Schwange ist, bei Menschen Wohlfühlglück nennen. Darüber sprechen wir auch nachher auf jeden Fall noch weiter. Vielen Dank, bis dahin. Glück immer positiv behaftet im Moment in unserem Sprachgebrauch und auch mit einer Geschichte verknüpft. Und Frau Marjan, Ihre Geschichte finde ich sehr, sehr spannend. Sie haben Ihre ersten Lebensjahre im Heim verbracht, sind dann adoptiert worden. Hatten Sie eine glückliche Kindheit? Ja, das ist eine lange Geschichte. Also ich bin ja 40 geboren im Krieg in Essen und die ganzen Umstände damals waren sehr kompliziert. Und es war so, dass meine Mutter sehr, sehr jung war und in einer sehr schwierigen Situation war und einfach
aus welchem Grunde auch immer, sie hat das Kind im Krankenhaus gelassen und ist auf und davon. So, was macht man mit so einem Würmchen in der Zeit im Krieg? Das gibt man irgendwo hin, wo es ein Dach über dem Kopf hat und wo es behütet wird. Und so wurde ich von einer Familie zur anderen erstmal gegeben, aber das war nur ein Jahr. Und dann bin ich also zu einer Familie gekommen. Mein Vater war Elektriker auf dem Elektrizitätswerk. Da musste ich immer üben früher als kleines Mädchen. Und in Hattingen an der Ruhr, ja. Und sie haben mich zu sich genommen. Und das hat 6 Jahre gedauert, ehe die Adoption durch war, weil das sehr schwierig war. Sie waren etwas älter. Und das war nicht so einfach, also ein Kind aus einem Heim zu nehmen und das gleich zu adoptieren. Das wurde dann geprüft und hin und her und dauerte. Und ich wusste nicht, dass es nicht meine Eltern waren. Das haben Sie dann, das war der Knackpunkt eigentlich, der dann, als ich 16 wurde, erfuhr ich das durch eine Schulkameradin, die in die Klasse kam. Und die sagte, sag mal, du hast ja gar keine richtigen Eltern. Was hat das in Ihnen gemacht? Wie hat sich... Ja, das ist natürlich also wie wenn... Ja, wie wenn Naus zusammenstürzt für ein junges Mädchen, was in der Pubertät ist. Stell dir mal vor, sie kommt jemand und sagt, sie haben gar keine Eltern. Ihr Vater ist nicht ihr Vater und ihre Mutter ist auch nicht ihre Mutter. Hat sich dann das Verhältnis zu ihren, damals dachten sie noch, das sind ihre richtigen Eltern, hat sich dann das Verhältnis geändert? Zum Vater auf jeden Fall, ja. Also die Mutter nicht so sehr, die Mutter war auch sehr nah immer an mir dran. Aber beim Vater kam schon so eine Situation, eine Spannungssituation auf, dass er sagte, du bist jetzt nur ungehorsam, weil du weißt, dass wir nicht deine Eltern sind. Ich sag nein. Aber das war ein Spannungsverhältnis, man hat es nicht ausgesprochen. Sie haben ja dann auch kurz darauf Ihre leibliche Mutter kennengelernt, kurz nachdem Sie erfahren haben, dass Sie eben adoptiert wurden. Hat Ihnen das geholfen, auch Ihre Geschichte zu verarbeiten dann? Nee, überhaupt nicht. Das war noch katastrophaler. Weil da stand eine Frau plötzlich in der Tür, schick, sexy, große blaue Augen. Damals hatte man so Ringelpulli, das war also 1959 war das. Das war, oh, das war das Modernste, was es gab. Und hier so Korthosen, das war ganz modern. Ja, und dann stand sie in der Tür und sagte, hi, Marlies. Die kam aus Kanada, Amerika, also das bessere Amerika heutzutage. Und da dachte ich, das ist doch nicht eine Mutter. Meine Mutter hatte graue Haare, einen Knoten, eine Schürze. Die saß an meinem Bett. Die brachte mir Brühe, wenn ich erkältet war. Die strich mir über den Kopf. Die hat mich also, ja, die war für mich da. Das war so das, eigentlich das Bild, was man von einer Mutter hat. Und Ihre leibliche Mutter hat dann null Wärme ausgestrahlt? Nein, gar nicht. Das war fremd. Das war einfach, es war eine Mischung zwischen Fremdheit und Neugierde, Aufgeregtheit, Wundern. Und auch ein bisschen stolz sein, oh, so eine schicke, flotte Mutter habe ich. Aber nein, das ist ja gar nicht meine Mutter. Also das war ein ganz, ganz großer Zwiespalt, der hin und her ging. Und ich weiß, meine Mutter hat dann, ich sage immer meine Mutter zu meinen Eltern, das sind ja meine Mutter und mein Vater. Und dann haben sie einen Brief geschrieben, wir fuhren immer mit der Klasse nach Bayreuth im Rahmen der Schulmusik mit unserem Musiklehrer, haben dort gesungen im Chor und ich bekam einen Brief aus Hattingen an der Ruhr von meiner Mutter. Tränen überströmt dieser Brief. Du bist doch unser Kind und du, da kommt eine Frau, die kommt aus Amerika und die will dich uns wegnehmen und geh bloß nicht mit ihr spazieren oder sei nicht alleine mit ihr. Also die große Not der Eltern, die war so stark und das hat mich natürlich auch wieder in solche Zweifel und also Gefühlstaumel geschickt und gebracht und war diese große Verwirrung. Und ich weiß, es gab dann Fotos mit ihr, mit meiner leiblichen Mutter. Und dann habe ich immer, hat sie mich so angefasst, dann habe ich immer so weggeguckt. Ich fand das als Verrat damals an meinen Eltern. Von Ihrer leiblichen Mutter haben Sie ja recht schnell erfahren. Von Ihrem Vater hatten Sie zwar eine Ahnung, aber keine Gewissheit. Bis es dann zu der ARD-Serie kam, Das Geheimnis meiner Familie, da haben Prominente nach ihren Wurzeln in der Familie gesucht. Was kam da bei Ihnen raus? Ja, also erstmal muss ich sagen, dass mir das nicht so ganz recht war. Ich wollte eigentlich da nicht mitmachen, weil das so ein wahnsinniges Theater mit der Mutter war. Und das zog sich hin und dann die Presse stürzte sich da drauf. Und es war alles so unangenehm. Dann dachte ich, ach, jetzt schon wieder, will ich nicht. Aber mein Innerstes sagte immer, ich will aber wissen, wer ist mein Vater? Wer ist mein leiblicher Vater? Wo sind meine Wurzeln? Wo komme ich her? Und das war so das bestimmende Element, dass ich gesagt habe,
Vielleicht soll ich doch mitmachen. Vielleicht haben wir eine Chance, weil es gab eine Freundin, die sagte, durch eine Todesannonce wusste ich, dass er Tony Offner hieß. Und dann sagt sie, weißt du was, ich suche jetzt in allen Telefonbüchern in Deutschland Offner. Dann suche ich raus und dann rufst du überall an und findest heraus, ob das dein Vater ist. Ja, ich sag, das geht doch überhaupt nicht. Was sagen Sie dazu? Ich kann doch nicht alle Leute anrufen und sagen, entschuldigen Sie, sind Sie mein Vater? Zumal man sie ja auch schon kannte. Ja, ja, ja sicher. Und dann hat sich durch die ARD-Serie dann praktisch der Zugang zu dieser Großfamilie offenbart, die Sie dann jetzt auch kennengelernt haben. Ja. Heute wäre tatsächlich auch ein Treffen mit dieser Großfamilie. Das haben Sie auf morgen geschoben. Morgen ist der große Tag. Ja. Schon mal danke dafür, dass Sie diesen Tag verschoben haben und heute bei uns sind. Ja. Also ich mache ein bisschen Eigenwerbung. Man kann das alles wunderbar nachlesen in meinem Buch, beim Lübbe Verlag. Ich suchte meinen Vater und fand eine Großfamilie. Und die sitzt in Würzburg. Und da habe ich gesagt, wenn wir uns schon so spät in unserem Leben treffen, dann machen wir jedes Jahr einen Familientag. Und den halten wir jetzt seit 11 Jahren schon ein. Und dann kommen 39 Leute. Aber jetzt habe ich gemerkt, so nach den vielen Jahren, es gibt auch viele Ältere, dass schon manche von uns gegangen sind. Jetzt kommen nur noch 29. Aber naja, so ist das Leben, ne? Immerhin aber auch ein Glück. Herr Schmid, wie ist das denn, so eine Fernsehsendung, die auf Spurensuche in der Vergangenheit geht und dann plötzlich wirklich ein Glück findet, eine neue Familie? Wie viel Zufall steckt da im Glück? Ja, da war Zufall im Spiel, dass Sie diesen Vater gefunden haben. Aber ich stand vor seinem Grab. Er war Fliegerpilot und ich habe ihn ja nie gefunden. Also wir haben seine Wurzeln gefunden, da wo er her ist und die ganze Verwandtschaft. Und ich musste ja einen Gentest machen. Und die Leute, die wir trafen, die mussten auch einen Gentest machen, ob das auch wirklich die Familie war, in die ich hineingehöre, in Würzburg. Und das hatte sich sozusagen... Ja, den Zufall sehe ich eher... Der Zufall natürlich, den Sie am Anfang hatten, relativ am Anfang, dass diese Adoptiveltern, die potenziellen Adoptiveltern, bei Ihnen hängen geblieben sind und dass offenkundig letztendlich auch das geworden ist, was man soziale Elternschaft nennt, die natürliche Elternschaft in der Tat ersetzen kann, wenn es denn sein muss. Und Zufall in der Tat, daran denken heute nicht mehr sehr viele Menschen. Ich möchte fast sagen, geblendet von dem Wohlfühlglück, von dem in allen Medien ständig die Rede ist. Aber das Wesentliche im Leben ist doch das Zufallsglück. Das ist die, möchte ich sagen, die umfangreichere Seite des Glücks. Und die unangenehme Seite dieses Glücks ist, wir können es nicht machen. Also haben wir keinen Einfluss auf das Glück oder nur nicht auf das Zufallsglück? Auf das Wohlfühlglück haben wir einigen Einfluss. Ob ich Espresso trinken gehe oder nicht, das liegt an mir. Aber wem ich begegne und wem ich nicht begegne, das liegt nicht an mir. Mhm. Und diese Zufälle spielen eine immense Rolle im Leben. Zum einen der Mensch, mit dem wir vielleicht zusammenleben, den können wir nicht planmäßig suchen. Gut, wir können ihn planmäßig suchen, aber ob wir den auch planmäßig finden, das ist eine andere Frage. Mhm. Wenn Menschen beruflich Karriere machen, können sie sehr wohl ein Ziel anstreben. Das liegt an ihnen. Aber was da real draus wird, an welcher Stelle, in welcher Stadt, da spielt eben doch der Zufall eine sehr starke Rolle. Aber wie ist das denn, wenn wir Glück haben, Glück suchen, uns glücklich fühlen, wie abhängig sind wir denn dann da auch von anderen, zum Beispiel von der Familie? Also Familie hat sehr viel mit dem Zufallsglück zu tun. Was soll ich sagen? Bestimmt haben meine Eltern sich eines Abends planmäßig ins Bett gelegt. Vermutlich. Aber welche Samenzelle, auf welche Eizelle getroffen ist, hatten sie null Einfluss. Und das ist im Wesentlichen bis heute so geblieben. Das ist ja das große Lotteriespiel des Lebens. Und wir haben alle gewonnen. Ja, alle. Absolut. Die Frage ist, ob auch die Eltern gewonnen haben. Ja. Ja. Stimmt.
Naja, ich würde sagen, der Zufall war der, dass quasi die ARD eine Serie eben ins Leben rufen wollte. Wer sind das Geheimnis meiner Familie? Und sie haben ja vier Personen ausgewählt. Den Herrn Rode und der Herrn Maffei und Frau Neubauer und mich. Weil sie wollten eine Serie etablieren, die in England sehr berühmt war. Das war der Zufall, dass man dann letztlich auf mich gekommen ist. Denn das kann ich ja nicht bestimmen. Und den Zufall, den habe ich sozusagen, wenn man so will, nicht bedient, aber ich war da und wurde dann neugierig und war dann in der Geschichte, weil meine Eltern, meine Adoptiveltern schon lange tot waren. Und das war so ein Moment, wo ich sagte, vielleicht habe ich die Chance, das zu erfahren. Das ist das, was wir beim Zufallsglück machen können. Wir können den Zufall kitzeln. Mhm. Ja. Wir können ihn nicht machen, aber wir können ihm Bedingungen schaffen, und zugreifen in dem Moment, wo er eintritt. Und das haben Sie dann offenkundig gemacht. Das ist jetzt das Gefühl, ob das vom Gefühl her geht oder vom Verstand ausgeht, dass man zugreift zum Zufall. Was ist das? Die Motivation. Geht man vom Gefühl her oder geht man von der Ratio an die Sache ran? Immer vom Bauchgefühl. Das Bauchgefühl hat mehr Intelligenz als nur die Ratio. Die Ratio soll dazu beitragen, unbedingt. Aber das Bauchgefühl erfasst noch sehr viel mehr Informationen und rät uns dann genau zu dem Richtigen, in den meisten Fällen. In den meisten Fällen, ja. Ja. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Der Jahrhundertsommer 2003 hat für die Familie unseres nächsten Gastes alles verändert. Die Mutter von Jens Hilbert betrieb ein Sonnenstudio, der Vater war Elektriker. Und durch diesen heißen Sommer ging das Sonnenstudio pleite. Die Familie kam in finanzielle Schwierigkeiten. Doch dann kam Jens Hilbert die rettende Idee und die brachte ihm richtig Geld. Wie er es zum Millionär geschafft hat, das erzählte uns jetzt. Herzlich willkommen, Jens Hilbert. Ja, Herr Hilbert, Sie sind reich, Sie sind erfolgreich. Wie glücklich sind Sie denn gerade? Also ich bin auf jeden Fall glücklich, dass ich mit den Schönebergers von morgen hier die Küken- und Bambi-Arbeit machen darf, sozusagen. Und vergesst mich nicht auf der Karriereleiter, ne? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Also vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Wir freuen uns, wir freuen uns. Ja, wir sehen auch, Sie sind heute ja sogar mit Gips bei uns vor Ort. Ja, ich bin hier Terminator. Sie sind gestürzt beim Eislaufen. War das jetzt Glück im Unglück oder doch eher großes Pech? Also, was soll ich sagen? Glück im Unglück, ja. Ich glaube, am Ende des Tages, wenn man mal zweimal drüber geschlafen hat, ist es bei mir jetzt jemandem ehrgeizig. Also meine Karriere ist Fluch und Segen sozusagen. Der Antrieb aus dem kleinen Ort, aus der Pleite heraus, lässt mich auch nie los. Und dann brauche ich auch immer so ein bisschen die Mitte zu finden, um zu meinem Glück zu finden. Sonst drehe ich ja nur noch am Rad, 7 Tage, 24 Stunden. Aber der Ehrgeiz, jetzt immer der Beste sein zu wollen und dann auch bei sowas wie Dancing on Ice, hat dazu geführt, dass ich eine abnormale Bremsung machen wollte, um die Jury mit Eis vollzuspritzen bei der ersten Show und bin über meinen eigenen Fuß geflogen. Und und habe jetzt es... So nenne ich mein erstes Kind. Radiusköpfe habe ich gebrochen, gell? Jo mai. So. Und so ist es jetzt. Und in der Phase muss ich sagen, wenn man auf einmal, also als Linkshänder, sich eine Sprachsoftware auf den Laptop laden muss, weil man nicht mehr tippen kann und die Schmerzen. Und dann wird man auf einmal wieder demütig und nicht immer höher, weiter und noch größer, sondern eben auch wieder, was ist denn wirklich wichtig? Und am Ende des Tages ist es Luft zum Atmen und ein Käsebrot mir schmieren können und mich anziehen können. Und das ging halt nicht. Oder rechtsrum Zähne putzen. Habe ich mir das Zahnfleisch aufgestoßen, weil ich voll abgerutscht bin. Da dachte ich, so. Und das war wiederum jetzt auch für meine Mitarbeiter sehr gut. Also mein erster Frust und meine Krokodilstränen waren aber so krass, wenn man was ganz neu anfängt. Ob das Zähneputzen ist oder Schlittschuhfahren, ein bisschen mehr Geduld, ein bisschen mehr
Entschleunigung im Jetzt und Hier. Ein bisschen auch mal, wie soll ich sagen, mit dem Ferrari auf der Überholspur doch mal wieder eine kleine Bremsung einfügen und die Gänseblume am Straßenrand, die sich durch das Beton durchgeschafft hat, auch mit einem Aufwand, mal wieder sehen. Und diese, da sage ich also sozusagen nach 2-3 Tagen drüber schlafen und alles ist vorbei und jetzt habe ich den Arm gebrochen und ich scheiße. Und dann wieder so sagen, ey krass, was kann mir das jetzt bringen? Also der Glücksmoment sozusagen, im Schmerz des Lebens. Und das fand ich jetzt, ist das Positive sozusagen daran, an dem Bruch. Okay, also Sie sehen auch darin das Positive. Und Sie haben ja auch aus einem, ja, aus bescheideneren Verhältnissen, in denen Sie aufgewachsen sind, etwas sehr, sehr Positives gemacht. Sie sind inzwischen, haben sehr, sehr großen Besitz, verdienen sehr viel. Inwiefern brauchen Sie denn aber diesen Besitz oder können Sie da auch auf diese Bescheidenheit aus der Kindheit zurückgreifen? Also ich glaube, dass mit dem Vermögen, Besitz und Reichtum, diese Definitionen, die sind in meinem Leben in einem großen Wandel gewesen. Wenn man nichts hat und von der Bank angerufen wird, pleite ist und gefühlt das entzogen bekommt, sein Elternhaus verkauft wird und alles wegkommt, dann neigt man schon dazu, sehr stark über Geld nachzudenken. Jetzt habe ich sehr viel mich angestrengt und dachte irgendwann, boah, ich kann mir jetzt einen Porsche leisten und meinen Eltern wieder ein Haus und wir haben eine tolle Villa. Und dann sitzt man auf einmal mit seinem Kronleuchter da und überlegt, na, jetzt habe ich das, jetzt habe ich ein Stück Vermögen aufgebaut und noch eine Filiale und noch größer und international die Firma. Und dann denke ich wieder, also diese Phasen gab es bei mir, wo ich dann gesagt habe, also im Porsche fühle ich mich auf einmal doch nicht wohler oder 350 Quadratmeter Wohnfläche zu, also ich muss sagen, in dem großen Haus, da denke ich gerade im Moment nach, das ist so mein Lebenszyklus, in dem ich mich gerade befinde. Wenn ich nachts aufwache und denke, ach, ich habe kein Wasser mitgenommen, ach, jetzt ist mir der Weg zu weit, ist eigentlich das Repräsentative für den Alltag fast zu anstrengend. Und dann sage ich, es ist natürlich so ein Fluch und ein Segen, weil die Karriere, auch das Outfit hier, das macht mir auch Spaß, auch hier mal stattfinden zu dürfen. Und das hätte ich nicht, wenn ich nicht auch was erreicht hätte oder was vielleicht andere als Vorbild sehen oder auch als erstrebenswert oder auch besonders bunt. Und das sind alles Dinge, die probiere ich aus. Und dafür bin ich unheimlich dankbar und die machen mich auch glücklich. Ich kann aber sagen, dass ich für mich lernen musste auch bei dem Fame und bei dem Prominenter werden, dass wenn das Spotlight aus ist, ich dann aber auch wieder im Jogger, der sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes, ich weiß gar nicht, was ich sagen kann, löchrig und vollgefurzt ist, mit dem Bulli meine Serie anguck und auf meinem alten Tablett aus meiner Studentenwohnung, das ich noch beklebt habe, weil es schon auseinandergefallen ist, mein Käsebrot esse, gell? Also so. Und, das können wir uns gut vorstellen. Also es ist auch nicht der Besitz, der Sie dann glücklich macht und auch nicht vielleicht rein der Erfolg. Es ist ja so, Sie sind in einem 600-Seelendorf aufgewachsen. Ihre Jugend war auch nicht so super easy. Wie würden Sie diese Jugend beschreiben? Was hat Sie da geprägt? Also die Jugend, ich sag mal, in einem katholischen Örtchen irgendwie mit Puppen zu spielen, sich schminken zu wollen und ich sag mal, nicht den heterosexuellen Kral und der Quarterback im Völkerballteam zu sein und dann auch noch mittags an der Herkules rumgeschraubt, gell, im Fußballverein das Tor geschossen. Das ist natürlich schon auch nicht ganz so einfach. Mhm. Und wenn man das, meine Vorrednerin, die ich sehr verehre, hat das ja auch gerade mitgeteilt, ich hätte es lieber gesagt bekommen, es ist, du bist gut, wie du bist wertvoll, wie du bist, ob du schwul bist, ob du mit Puppen spielst oder was auch immer. Jens, du bist richtig, wie du bist. Dann hätte ich, glaube ich, nicht so viel Niedertracht erlebt und hätte mich auch in der Schule besser verteidigen können, wenn mich jemand als Schwuchtel oder bespuckt hat, weil ich gedacht hätte, naja, wenn ich richtig bin, wie ich bin, dann müssen ja die anderen falsch denken. Mhm. Nur dieses erstmal dahin zu kommen wieder, irgendwann zu sagen, ich bin doch auch wer und ich kann auch was und ich bin doch kein Loser und Außenseiter. Der hat mich dann zu dieser bunten Karriere getrieben, also Fluch und Segen sozusagen, weil wäre ich der Quarterback gewesen der Schule, hätte ich ja nie was ändern müssen, in Anführungsstrichen. Und dann wäre ich wahrscheinlich heute, also auch nicht despektierlich gemeint, aber viel entspannter mit ein bisschen Bierbäuchlein bei mir im Ort und würde zum Karnickelverein gehen, um einen Frühschoppe zu trinken, gell? Und wäre auch happy. So, und deshalb kann ich sagen, der ganze, also Millionen Vermögen, Kleidung, eine repräsentative Persönlichkeit zu sein, ist ja auch Arbeit am Ende und Stress.
So, und dann muss ich immer mal wieder zwischendurch drüber nachdenken, dass, was brauche ich eigentlich zum Leben? Das ist eigentlich wenig. Und das hat mich das größte Trash-Format eigentlich sozusagen, Promi Big Brother, sozusagen nochmal gelehrt, weil ich 12 Tage im Nichts saß und war glücklicher denn je. Und für alle die, die ihr Coming-out noch vor sich haben, also sei es sexuell oder beruflich oder religiös, was ist denn da Ihr goldener Tipp? Einen guten Therapeuten. Also frühzeitig. Die meisten denken ja, Stärke zeigen heißt Stärke zeigen und ja, keine Schwäche zeigen und ja, nicht Gefühle und sonst werde ich ausgelacht und blamier mich. Aber am Ende des Tages stehen sie vor einer Person, ob mit dem Totenhemd oder abends beim Zubettgehen, der sie Rechenschaft ablegen müssen. Und das sind sie selbst. Und wie sie die Fassade aufbauen, ob Lady Gaga oder Madonna, vor sich können sie sich nicht belügen. Und es kommt... Es kommt dann doch unterm Teppich immer wieder hervor. Ich habe sogar einen Lehrgang zum heterosexuellen Laufen gemacht. Das hat leider nicht geklappt. Und früher musste ich ein buntes Outfit tragen, um zu kokettieren. Und heute kann ich es zur Freude, weil ich Spaß an Mode habe. Und können und müssen ist ein großer Unterschied. Und da liegt es im Außen oder im Innen. Und wenn ich irgendwann mit mir innen drin happy bin, dann brauche ich auch Persönlichkeitsprothesen wie ein Porsche nicht oder als müssen, sondern ich kann ihn fahren, weil ich Freude dran habe. Und da, glaube ich, bin ich laut meinen Analysen, meiner Glücksanalyse bei 78,5 von 100% angekommen. Und ich bin jetzt 41, also ich habe ja noch ein bisschen Luft nach oben, gell? Vielen Dank auch gerade. Ja, Sie sprechen es auch gerade an. Sie können heutzutage auch Ihre Eltern gut unterstützen, sind in einer glücklichen Beziehung. In einem Satz, wie lautet denn Ihre Lebensformel mit Blick auf die Zukunft? In einem Satz beim Hilbert? Ja. Ich dachte, Sie wollen hier moderieren und sich präsentieren. Das geht doch nicht. Also in einem... Puh, meine Lebensformel. Also, denke immer... Du bist 100% wertvoll, aus Wunden Wunder machen. Und wenn es noch nicht jetzt im Glücksmoment deiner Traumvorstellung ist, dann, wie geht der Spruch, dann ist es auch noch nicht das Ende. Also Vollgas, aber sei dir treu. Und es ist auch fast klischeehaft an der Stelle. Aber es ist so, wenn das Totenhemd anhast, bitte hab nichts zu bereuen und schreib deine Traumliste und leb sie. Also, den Traum leben. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren, als Vorbild für viele. Vielen Dank, Jens Hilbert. Danke euch. Danke. Mehr als 40 Jahre lang war er erfolgreicher Fernsehmoderator, hat mehrere Unterhaltungsformate gegründet, das bekannteste wohl das Nachtcafé. Und er hat auch privat sein Glück gefunden. Wieland Backes ist ein richtiger Glückspilz. Wie er zu diesem Glück kam und warum das auch manchmal schwierig war, das verrät er uns jetzt. Herzlich willkommen, Wieland Backes. Glückspilz. Glückspilz, genau. Glückspilz, das hat ja sowas von Gustav Gans und der war nicht meine Lieblingsfigur in der Mickey Maus. Dann fangen wir mal bei Ihrem glücklichen Leben ganz vorne an. Sie kam als jüngstes von 6 Geschwistern in einer Flüchtlingsfamilie in Österreich zur Welt. In schwierigen Verhältnissen, in sehr armen Verhältnissen. War das im Nachhinein eine glückliche Kindheit? Also ich war eigentlich nicht geplant. Ich war ein Wunschkind auf den zweiten Blick, sage ich immer. Denn meine Mutter wurde mit 40 Jahren nochmal schwanger. Der nächstältere Bruder von mir, 5 hatte ich ja, war 10 Jahre älter. Und als die Not am größten war, nach Kriegsende, erwartete meine Mutter wieder ein Kind. Hatte prompt auch, weil die Situation, die Lebenssituation sehr krass war, sehr unterernährt und all mögliche Dinge, hatte Schwangerschaftsprobleme. Da gingen die Eltern mit ihr zum Arzt und er sagte dann, Sie müssen das Kind nicht austragen, wenn Sie Probleme haben. Dann schaut meine Mutter meinen Vater an, mein Vater meine Mutter an. Mein Vater in seiner etwas patriarchalischen Art sagt, es bleibt. Gott sei Dank. Und es sitzt jetzt hier. Das freut uns alle. Und es gibt so etwas wie einen dritte Welt-Effekt, den es bei mir gab.
Nichts zu essen, keine Habe, alles verloren. Und da ist ein Kind und das lacht einen an. Das habe ich offensichtlich gemacht. Denn ich hatte von Anfang an sehr viel Liebe. Sehr viel Liebe, insbesondere von meiner Mutter, aber auch von meinen Brüdern. Es hatte nämlich seinen Vorteil, da die so viel älter waren, setzten die sich nicht in Konkurrenz, sondern der Kleine war einfach rundum geliebt. Also das hat Folgen, bis zum heutigen Tag, glaube ich. Sie haben dann die Jugend im Raum Stuttgart verbracht. Wie war das so als Flüchtlingsjunge im schwäbischen Raum? Gab es da schwierige Momente? Ja, meine Eltern suchten natürlich wieder als Lehrer eine Anstellung und haben sich dann nach Württemberg durch die Besatzungszonen durchgemogelt. Und dann bekam mein Vater zuerst tatsächlich eine Anstellung. Und wir waren aber Außenseiter. In einem doch etwas, das wird man dort nicht gerne hören, hinterwäldlerischen Dorf. Mein Vater sagte immer, früher lebte die Bevölkerung dort überwiegend vom Holz- und Wilddiebstahl. Oh Gott. Und da war man natürlich, bei uns in der Familie wurde Hochdeutsch geredet, da war man natürlich krasser Außenseiter. Und irgendwie hatte ich den Impuls, wenn du überleben willst, dann musst du dich jetzt an das Schwäbisch ranschmeißen. Und da wird berichtet, dass ich zu Hause so hinterm Ofen saß, am Ofenbänkchen, und geübt habe, Schwäbisch, Woisch, Hasch. Hat ja geklappt. Korsch. Ja, ich kann jetzt akzentfrei Schwäbisch sprechen seit langem. Sie sind dann nach der Schule nicht direkt den journalistischen Weg gegangen, sondern haben erst mal Chemie und Geografie studiert. Wären fast Lehrer geworden, wenn es denn so gekommen wäre, wenn Sie dann am Schluss Lehrer geworden wären. Hätte Sie das vielleicht sogar glücklicher gemacht als der Job des Fernsehmoderators? Ich glaube, nein. Ich glaube, nein. Es ist wirklich, ich hatte wirklich, das ist das Glück meines Lebens, dass ich nicht in den Schuldienst gegangen bin. Obwohl meine Eltern, für die war Lehrer der höchste Beruf, also es gab gar keinen. Also es lag eigentlich deutlich über dem Bundeskanzler, Lehrer zu sein. Und es gab nichts Erstrebenswertes. Die waren auch engagierte Lehrer. Und mein Bruder, mein nächstälterer, war naturwissenschaftlich begeistert. Und er hat den Funken der Begeisterung auf seinen kleinen Bruder übertragen. Also war ich ein Chemiker von hohen Gnaden, habe im Keller ein Chemielabor eingerichtet, aber ich war eigentlich mehr ein Alchemist als ein Chemiker. Mir hat es immer gefallen, wenn es gestunken, gekracht oder gebrannt hat. Das Haus, in dem wir wohnten, hat es überlebt, aber sonst gab es schon einige Unfälle kleinerer Art. Aber ich habe studiert, habe Chemie studiert, habe Geografie studiert, aber ich habe mich immer für Film, für Theater, für auf der Bühne stehen interessiert. Aber ich habe mich nicht getraut, das wirklich anzupacken. Ich habe gedacht, wenn du das machst, gehst du unter. Du kannst dich in dieser Ellenbogengesellschaft, in diesen Haifischbecken nicht durchsetzen. Dann sind Sie aber durch einen großen Zufall beim Fernsehen gelandet. Wie kam es dazu? Ja, das war wirklich eine Schicksalsminute oder gar Schicksalssekunde. Ich habe ja promoviert und war in so einem Gespräch, Betreuungsgespräch bei meinem Geografieprofessor. Und dann sagte ich zu ihm plötzlich, ich könnte doch, was meinen Sie, zu meiner Doktorarbeit einen Film produzieren. Und dann bin ich in diesem wunderbaren Sender als Hospitant gelandet und da bin ich dann bis zum Schluss geblieben. Ne? Sind Sie denn jemand, der das Glück packt oder sind Ihnen Dinge auch in den Schoß gefallen? Mal Hand aufs Herz. Ich hatte am Anfang nicht sehr viel Glück. Also es war nicht, also das Glück war, dass man gesagt hat, ja offensichtlich, der Bursche ist nicht ganz unbegabt, der kann hier als freier Mitarbeiter weiter arbeiten. Man hat sogar versucht, dass ich ganz hier arbeite, aber ich wollte meine Doktorarbeit fertig machen, weil auch als schriftliche Doktorarbeit, damit ich in diesem Haifischbecken nicht dauernd als der abgebrochene Doktorand gelte. Und das habe ich tatsächlich mit Blut, Schweiß und Tränen geschafft, hat etwas länger gedauert, aber abgeschlossen.
Und dann wurde ich gleich hier fest angestellt. Das war natürlich schon ein Glück. Es war ein Glück, dass damals ein Chef war, der viel von mir hielt und der auch der Überzeugung war, dass Redakteure fest angestellt gehören. Jetzt haben Sie das Nachtcafé fast 28 Jahre lang moderiert, haben die Sendung ja sogar erfunden. War das Ihr größter Glücksgriff in Ihrer Karriere? Das Nachtcafé ist eine wunderbare Geschichte für mich, weil es ist die Geschichte, mit guten Leuten was auf die Beine zu stellen. Meine Redakteure und Redakteurinnen waren fabelhaft. Ja? Und bei uns ging es um die Sendung, um die Sendung, um die Sendung. Gut ist, was für die Sendung gut ist. Das war das ganze Denken, das uns beherrscht hat. Es war, ich hatte mein Ding gefunden und hatte, glaube ich, den Funken der Begeisterung und auch, es hat ja auch was mit Arbeit zu tun, schon ein bisschen übertragen auf unsere Teams. Und ich habe nur schöne Erinnerungen daran. Wir haben jetzt sehr viel über das Glück in Ihrer Karriere gehört. Sie hatten ja auch Privatglück. Sie haben zwei Kinder aus der ersten Ehe und sind in zweiter Ehe nochmal spät Vater geworden. Und Sie nennen da oft das Zitat, man kann nichts versäumen als die Liebe von Monika Maron. Also man sieht, die Liebe ist Ihnen wichtig. Welches Glück hat denn stärker gestrahlt in Ihrem Leben? War das das private Liebesglück oder dann doch das Karriereglück? Ohne eine gelebte Liebe könnte ich nicht leben. Der Beruf ist mir auch schon sehr wichtig. Mhm. Und diese Zufriedenheit im Beruf und das Gefühl, du hast dein Ding gefunden, das ist übrigens ganz wichtig für ein gutes Lebensgefühl, dass man herausfindet, was ist eigentlich mein Ding? Was bin ich? Was kann ich? Und es kann mal genauso sein, Schafzüchter auf der Alp wie Physiker in Harvard. Ja? Mhm. Ja. Das kann beides sein. Man muss es für sich herausfinden in der Abwägung zwischen Wollen und Können. Jetzt haben Sie bald mehr Zeit für das private Glück. Der Ruhestand ist in greifbarer Nähe. Sie haben ja 2014 schon die Moderation des Nachtcafés abgegeben. Ende Dezember läuft die letzte Folge Ihrer Sendung Ich trage einen großen Namen. Ihre Ausstiege, wenn Sie eine Moderation abgegeben haben, waren immer sehr selbstbestimmt. Wie wichtig war Ihnen immer diese Selbstbestimmtheit? Das hatte ich mir schon von Anfang an vorgenommen. Das war eine große Angst, dass man nicht aufhören kann und dass einem so ein Gefühl aufkommt, ja, wie lange will der Alte noch das machen? Müssen wir ihn aus dem Studio raustragen irgendwann oder wie? In diese Gefahrenzone bin ich nicht hineingekommen, denn das hätte sich gerecht. Das Lebensgefühl im Alter wäre furchtbar gewesen, wenn es so geendet hätte. Und so habe ich eine Zäsur gesetzt. Zuschauer haben es bedauert. Sind heute noch, wenn ich viele auf der Straße treffe, sehr nett. Und der Nachfolger ist nicht schlecht, aber... Na, das ist doch mal ein Lob. Wir vermissen sie schon. Der Nachfolger ist zum Glück tadellos. Das ist geglückt, das einfach auf die Beine zu stellen. Und das war ein großes Verdienst der Redaktion, diese Nachfolgefrage gut zu lösen. 44 Jahre erfolgreich als Fernsehmoderator, privat auch das Glück gefunden. Ich würde sagen, Sie sind ein Glückspilz und eine Fernsehlegende. Vielen lieben Dank, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank, Backes. Es gibt ja diesen Spruch, wenn einem das Leben Zitronen gibt, dann mach Limonade draus. Also aus einer unglücklichen Situation trotzdem irgendwie versuchen, noch das Beste rauszuholen. Frau Marjan, nach 35 Jahren wird jetzt die Lindenstraße eingestellt. Die letzte Folge wird ausgestrahlt im März kommenden Jahres. Wie ging es Ihnen, als Sie erfahren haben, dass es Ihre größte Rolle bald nicht mehr geben wird? Naja, das ist natürlich erstmal was ein Schock, weil wir es en passant erfahren haben. Also ich war in Spanien bei einer Charity-Veranstaltung bei den Eagles und Andrea Spatzig, wir waren zusammen dort und kam eine Dame im Bademantel auf mich zu und sagte, sagen Sie mal, Ihre Lindenstraße wird abgesetzt. Ich sag, wie bitte? Naja, ihr läuft gerade über den Ticker. Ich sag, was, wie bitte? Ja, vielleicht habe ich mich auch verhört oder verlesen. Dann hat sie ganz schnell, ist sie weggelaufen. Da denke ich, das gibt es, das kann doch nicht sein.
Also normalerweise, dann macht man das doch anständig, tritt man doch vor die Leute und sagt, hört mal, es geht nicht weiter. Ne? Aber aus welchem Grund auch immer, es war die Situation, mit der wir alle umzugehen hatten. Also Andrea guckte beim Golfspiel mal auf die Uhr, wie viel Uhr es war. Und auf einmal sagte sie, da wäre eine Nachricht gewesen. Dann hat sie die Nachricht angeguckt und sagte, Lindenstraße wird eingestellt. Also die Art und Weise, wie das passiert, würde ich nicht als glücklich bezeichnen. Ich würde sagen, das ist etwas, was vielleicht auch die Menschen, die die Verantwortung dafür haben, sich auch nicht so klar gemacht haben, dass das eine solche Welle auslöst an Protest mit den Fans, auch an Verwirrtheit und Irritationen beim Ensemble, bei den Teams. Denn für das Team ist es ja auch sehr schwer. Es ist wie eine Familie, die zusammen war, 35 Jahre, und auf einmal heißt es, nö, die Familie gibt's nicht mehr. Also, ja, und was sind die Kinder erstmal vor den Kopf gestoßen? Wie sind sie ja, damit und was ist jetzt, mit, nicht? Wie sind sie dann damit umgegangen? Ja, ich habe ja nun 20 Jahre Theater vorher gespielt und ich weiß, dass etwas beginnt und etwas endet. Also für mich und ich natürlich auch eine muntere Rentnerin bin. Und ich sage immer, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Nicht? Ist auch Glück, wenn man das sagen kann oder wenn man das erfahren hat. Ja, es ist etwas zu verarbeiten, natürlich. Und da kommen wir wieder an so einen Punkt, ich will das auch ein bisschen philosophisch mal betrachten. Das Glück kann man anziehen. Und das Glück muss man aber verstehen, dass es ein Glück ist. Das ist im Moment, also erfahren Sie es als Glück. Und dann müssen Sie darüber nachdenken, ist es wirklich ein Glück für mich? Bringt es mich weiter oder bringt es mich auch nicht weiter? Bringt es mich zu einem Ursprung? Bringt es mich eigentlich dahin, wo ich hingehöre? Wo ich aber eigentlich gar nicht so sicher bin, weil ich was anderes will? Also es ist... Ich finde das spannend. Das Glück ist, wie Sie schon sagten, ist nicht zu fassen. Man kann es nur zulassen. Man kann es also aufnehmen und sagen, also ich brauche zum Beispiel kein Fleisch, brauche ich nicht. Ne, brauche ich nicht. Also ich bin da wunderbar zufrieden mit meiner Basis Reis oder Nudeln mit Gemüse oder Kartoffeln mit Fisch und so. Also das ist jetzt auch aus dem Alltag gegriffen, aber hat ja auch was mit Glück zu tun, mit Zufriedenheit, mit Glück. Das heißt jetzt auch nochmal eine Chance, was Neues beginnen zu dürfen? Absolut, ja. Also ich glaube, wenn man muss es nur annehmen. Ist genauso wie mit dem Alter. Also man merkt, ich habe mich sehr dafür gewehrt, auch in der Lindenstraße gleich die Oma zu spielen, dann schon ziemlich früh. Und das habe ich nicht eingesehen. Da habe ich immer flotte Kleidchen angezogen, habe mich bei der Kostümbildnerin beschwert, dass ich immer so olle Klamotten anhab. Ich sage, ich bin keine Oma, ich bin flott, ich bin rüstig. Und ja, und irgendwie plötzlich hat man es am Knie, dann hat man es am Ellenbogen und dann plötzlich hat man dies oder jenes. Und man merkt man, naja, bist doch nicht mehr so taufrisch. Also kannst ruhig zugeben, dass du 79 bist. Also nimm es an, nimm es an. Nimm die Situation an, in der du bist. Auch das ist eine Fähigkeit zum Glück, sich das Glück selber zu gestalten. Und das kann man nur weitergeben, kann sagen, nehmen Sie es an, das ist. Lass doch die anderen laufen, wenn du es nicht mehr so schnell kannst. Guck zu und freu dich. Ja. Herr Schmid, Frau Marjan hat es gerade schon mal angedeutet, das Glück anziehen, wir kennen alle den Ausdruck, das Glück magisch anziehen. Woher kommt denn der Eindruck, den wir manchmal haben, dass einige Menschen mehr Glück haben als andere? Das gibt's, ja. Woher kommt das? Also warum haben wir diesen Eindruck? Das ist nicht nur ein Eindruck. Das geschieht wirklich. Und es ist rätselhaft. Ich glaube nicht, dass man das analysieren kann. Menschen werden geboren mit einer genetischen Ausstattung, die sie sich nicht ausgesucht haben, die Eltern auch nicht. Und da ist manchmal eben die Ausstattung da, ein Mensch zieht mehr Glück an und es gibt andere Menschen, die ziehen das Unglück in der Tat an. Und das ist ja noch nicht das Einzige, das ist nur die genetische Ausstattung. Dann kommt die Umgebungsausstattung dazu, also Eltern, Verwandte, Schulfreunde und so weiter. Stimmung in einem Viertel, in dem man aufwächst, das ist noch ein Faktor. Und dann kommt man auch noch selbst dazu. Also was hat man selber für Vorstellungen vom Leben? Wenn Menschen wahnsinnige Vorstellungen vom Leben haben, den möchte ich ja immer am liebsten viel Glück wünschen. Ja, das ist richtig. Weil so viele Vorstellungen kann das Leben nicht realisieren. Es ist ja auch gerade so, dass man beschreiben kann, es gibt ja wie einen Glückshype mittlerweile heutzutage. Gerade auch Internet, soziale Medien, überall
zeigt man sich. Was macht das mit uns? Mir ist ernsthaft Angst und Bang. Ja. Weil das macht Menschen unglücklich. Ja. Serienmäßig unglücklich. Das heißt, diese permanente Thematisierung von einem bestimmten Glück, da ist ja nicht vom Zufallsglück und noch anderen Glücken die Rede, sondern immer vom Wohlfühlglück. Dass alles gut geht, dass alles gelingt, dass man immer Erfolg hat und so weiter, dass man immer Spaß hat. Das kann das Leben nicht. Ihr müsst mir nicht glauben, ich bin nur ein Philosoph. Aber glaubt dem Leben. Schaut das Leben an, schaut die Erfahrungen an. Niemand hat so ein Glück. Auf der ganzen Welt nicht. Aber es ist ja auch schwierig, weil es ist ja schon ein Wettbewerb. Ich mache Instagram auf, Facebook, die sozialen Medien. Mein Leben ist toll, toller, am tollsten. Ich habe die perfekt gestylte Wohnung. Meine Kinder sind immer brav und lächeln nett in die Kamera. Was macht das denn auch mit mir selbst? Also mit dem Druck, vielleicht mich selbst zu optimieren? Was passiert da? Das macht Stress. Also Selbstoptimierung ist noch ein Thema für sich. Das wäre mal eine Sendung für sich wert. Mhm. Weil ich höre da immer Optimum raus, alter Lateiner. Und Optimum ist das Beste und ich glaube, dass es nicht schlimm ist, wenn Menschen aus sich das Beste machen wollen. Aber das Beste ist nicht das Perfekte. Es gibt einen Selbstperfektionierungswahn. Ja. Die Optimierung wäre ja in Ordnung. Aus sich das Beste machen ist wunderschön in einer Partnerschaft. Jeder macht das Beste aus sich und dann sind wir gemeinsam ein tolles Paar. Kann aber trotzdem nicht verhindern, dass wir auch Ärger miteinander haben. Ich glaube, auch, dass man seinem Glück selbst auf die Sprünge hilft, so wie Sie es ja auch gemacht haben mit der Schauspielerei. Ja, ich glaube, es hat damit zu tun, also ich wollte geliebt werden. Und darum habe ich mich so verhalten, dass man mich gerne hat. Und dann habe ich das spitz gekriegt, dass wenn ich ein fröhlicher Mensch bin, dass die Menschen mich gerne haben. Da habe ich gedacht, na ja, dann bist du das. Das heißt, man muss eigentlich zu sich selber, in sich selber forschen, nicht nur, was mich zufrieden macht, sondern was will ich? Was will ich auf dieser Welt? Oder woran kann ich mich erfreuen? An der Natur kann ich mich erfreuen, oder auch nur an einem einzelnen Baum oder an einer einzelnen Blume. Aber das muss eine echte Freude sein. Man muss dies entdecken für sich. Und da ist jeder, also das kann man nur als Ratschlag geben. Es gibt vielleicht einer, der sagt, nö, das sagt mir nichts. Ich kann mich nicht freuen unter dem Baum. Und wenn ich unter dem Baum sitze, sagt mir nichts. Ich sehe nur dunkle Wolken. Und andere sagen, nee, ich sehe nur helle Wolken. Aber worin liegt das? Warum sieht der eine nur dunkle Wolken und der andere nur helle Wolken? Beides hat das was mit Gesundheit auch zu tun? Nein, beides hat Sinn. Die Natur sorgt sich um uns und sorgt dafür, dass wir die Dinge unterschiedlich sehen. Ja. Denn wenn wir sie alle gleich sehen, sind wir für die Natur nichts wert. Das ist richtig. Monokulturen. Sind nicht die tollsten Kulturen, wie wir mittlerweile wissen. Und deswegen sieht der eine das Glas halb voll und der andere sieht das halb leer. Ich sehe übrigens immer den exakten Wasserstand. Ja. Das ist mir wichtiger. Ich bin Realist. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das hilft. Realistisch zu sein auf dem Wasserstand. Vielen Dank, Frau Mayan, und vielen Dank, Herr Schmidt, an dieser Stelle. Ja, nur wer auch Unglück kennt, weiß, was Glück ist. Unser nächster Gast kennt beide Seiten. Janet Krischak, bei ihr ging es hin und her. Ihre Kindheit begann glücklich in Anatolien, bis dann ihre Eltern nach Deutschland gezogen sind. Da begann das Unglück und das ging auch von ihren Eltern aus. Heute ist Janet Krischak wieder glücklich. Warum, das erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen. Frau Krischak, alles Schlimme, was Ihnen später in Ihrem Leben passiert ist, das muss für Sie besonders schlimm gewesen sein, weil es ja eigentlich ganz anders anfing. Damals als Kind in der Türkei, Sie sind sehr frei, sehr rebellisch aufgewachsen. Wie war das damals für Sie als Kind in der Türkei? Also wenn ich mich so, ich denke, die Erinnerungen täuschen ja immer, aber das, was wir als Erinnerung mitnehmen oder was hängen geblieben ist, es gab in meinem Leben, glaube ich, nie so eine schöne Zeit als in meiner Kindheit. Diese Freiheit. Ich durfte so sein, wie ich will. Ich durfte das machen, was ich will. Das heißt aber nicht, anderen Schaden zu fügen. Aber es gab keine Grenzen. Trotzdem war es dann relativ schnell erstmal vorbei, als Sie nach Deutschland gekommen sind, der Umzug hierher. Was hat sich da für Sie verändert, auch im Verhältnis mit Ihren Eltern? Also erstens die familiären Probleme. Meine Eltern waren nicht mehr so nett zueinander, auch nicht mehr zu uns. Durch den Umzug gab es viele Streitereien zwischen meinen Eltern. Die haben sich permanent gestritten.
wir waren dann in dieser Wohnung eingeschlossen. Wir konnten die Sprache nicht, konnten nicht raus, nicht alleine, haben keine Freunde gehabt. Das war irgendwie schon so das erste Gefängnis, ja. Ja, das war schon, wenn ich mich so, dann war nicht so schön, überhaupt nicht schön. Was haben da für neue Regeln geherrscht für Sie zu Hause? Ja, es war ja, hier durfte ich einfach nicht rausgehen und irgendwie durch die Straßen, durch die Gegend rennen. Da waren Autos, da war die Bahn, wir kannten niemanden, keiner kannte uns. Meine Eltern kannten den Umfeld nicht. Also wir kannten die Sprache nicht, wir kannten die Regeln nicht. Das ist einfach ein fremdes Land. Man kann es gar nicht vergleichen. Das Ganze wurde noch viel extremer dann. Ja. Sie mussten sich noch mehr den Wünschen ihrer Familie unterordnen, nämlich in dem Moment, als ihre eigene Schwester kurz vor deren Hochzeit durchbrannte. Und um die Ehre der Familie zu retten, wurde dann von heute auf morgen, wurden sie zwangsverheiratet. Ja. Sie waren 13 Jahre alt, ihr Mann 12 Jahre älter. Mhm. Können Sie beschreiben, was Ihnen damals widerfahren ist? Also das war schon ein sehr harter Schnitt in meinem Leben und das war eine ganz schwierige Zeit. Nachhinein denke ich, ich bin so dankbar für diese Zeit, wenn es auch für manche ganz doof klingen mag. Ja, das war. War da noch so ein Funken von der rebellischen Kindheits-Janet übrig? Wenn das nicht da drin wäre, hätte ich mich damals auch nicht gegen die Gesellschaft, also hätte ich nicht mich getrennt oder auch gegen alle Regeln gestoßen. Dann kam diese Rebellin in mir raus und dann habe ich gedacht, hey, ich möchte ich sein und es ist mir egal. Und ich glaube, für mich ist das deshalb das Thema so wichtig, dass ich denke, ich habe für mich entdeckt, für jeden ist Glück oder was anderes. Für mich ist Glück, wenn ich zu mir stehe, wenn ich das bin, was ich bin, wenn ich mich so anziehe, so mich bewegen darf, wie ich will und nicht wie mein Mann von mir will, wie mein Kind, wie meine Arbeitskollegen, wie die Welt. Die dürfen alle das sein, aber was will ich? Was will ich? Und wenn ich genau das tue, was ich will, ohne anderen zu schaden, aber mein Wesen auslebe, dann darf ich auch mal traurig sein, dann darf ich auch mal deprimiert sein, dann darf ich auch mal kämpfen, weil in dem Moment, in dem man anfängt, sich zu verstehen, sich zu akzeptieren, sich zu lieben, dann nimmt man all diese Seiten mit. Und das Leben ist nicht Sonnenschein, wir haben Regen. Wenn ich mir die Bäume anschaue, da kommt ein Wind. Und was machen die Bäume? Die haben keinen Widerstand. Die bewegen sich. Was machen wir Menschen? Wir widerstehen und dann brechen wir. Aber Sie sind nicht gebrochen. Sie hatten eine ganz entscheidende Szene in Ihrem Leben. Da waren Sie Mitte 20. Auf die müssen wir noch mal kurz zu sprechen kommen. Ja. Ich würde sagen, wenn wir im Film wären, würden wir es Showdown nennen. Wie haben Sie es denn geschafft, dass Ihre Familie in die Scheidung einwilligt? Das ist eine ganz besondere Situation gewesen. Es war eher die Trennung. Sie meinen das so, dass ich die Waffe geholt habe und habe gesagt, okay, liebe Leute, ihr habt zwei Wege. Weil damals war bei mir in der Familie nicht üblich, dass sich eine Frau trennt, scheiden lässt. Und da haben sich die älteren Herren aus der Gesellschaft gesammelt. Und es war ja nicht möglich. Ich hatte irgendeine Waffe, keine Ahnung, sage ich jetzt nicht. Und dann war es die halt auf dem Tisch, da habe ich gesagt, so zwei Alternative. Entweder erschießt ihr mich oder ihr lässt mich gehen. Eine dritte Alternative bleibt euch nicht übrig. Und dann hat mein Vater gesagt, so, nimm deinen Koffer, wo willst du hin? Wahnsinn. Mittlerweile haben Sie diese Zeit hinter sich gelassen. Ja. Sie sind heute verheiratet, Sie sind Mutter, Sie sind eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Wie haben Sie das letzten Endes geschafft, da so Ihr Leben nochmal umzudrehen? Das ist genau das. Ich habe irgendwann in dem Moment, wo ich gesagt habe, ihr dürft entweder oder, die Verantwortung für mich und mein Leben übernommen. Also ab dem Zeitpunkt war für mich nicht mehr Thema, der ist schuld daran, der ist schuld oder meine Eltern. Ich habe nur gesagt, ich will dieses Leben nicht. Ich möchte mein Leben. Und mir das, was ich tue, wie ich handle, egal was für Mist ich baue, ich bin bereit, die Konsequenzen zu übernehmen, weil ich die einzige Verantwortliche für mein Leben bin. Daher auch für mein Glück oder für mein Unglück. Ja. Und ich glaube, das ist auch noch geblieben. Je älter ich werde, desto mehr liebe ich diese Eigenschaft.
weil es tatsächlich so ist, man findet zu sich, indem man die Verantwortung für sein Leben und für sein Handeln übernimmt. Janet Krischak, von der Familie fremdbestimmt, zwangsverheiratet, tyrannisiert. Aber die starke Frau hat ihr Lebensglück nicht aus der Hand nehmen lassen. Heute ist sie glücklich verheiratet, voll und ganz in Deutschland angekommen und erfolgreiche Geschäftsfrau. Unseren Respekt. Ganz vielen Dank, dass Sie uns die Einblicke in Ihr Leben gewährt haben. Und viel Glück weiterhin. Aber nicht nur unser Umfeld, unsere Freunde, unsere Familie beeinflusst, ob wir glücklich sind. Auch die Gesundheit spielt da eine Rolle. Und so kann eine Diagnose von einer Sekunde auf die andere alles verändern. Und darüber spreche ich jetzt mit Matthias Holtmann. Er ist eine Radiolegende. Über 35 Jahre moderierte er beim SWR. Dem Ruhestand verweigert er sich quasi bis heute. 2009 bekam er die Diagnose Parkinson. Anstatt sich zu verstecken, bringt er das Thema sogar auf die Bühne. Herzlich willkommen, Matthias Holtmann. Dankeschön. Herr Holtmann, welcher Moment hat Sie glücklich gemacht, als Sie 20 waren? Dass ich seit 2 Jahren den Führerschein habe. Gut. Autofahren war immer eine meiner großen Leidenschaften. Man macht sich heute nicht mehr zum uneingeschränkten Sympathieträger, wenn man sich als Autofan zu erkennen gibt. Aber das ist irgendwie in den Genen drin. Und ich habe die Unabhängigkeit der automobilen Fahrtbewegung immer sehr genossen. Also das quasi ein Glücksmoment mit damals. Jetzt ist seitdem ja viel passiert. Sie haben Karriere gemacht, Sie haben im Radio Kultstatus erreicht, waren immer hinterm Mikrofon, vor der Kamera, auf der Bühne. Wann haben Sie gemerkt, dass irgendetwas nicht mehr so funktioniert? 2006 beim Sommermärchen. Bei der Fußball-WM war ich Moderator beim Public Viewing auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Täglich zwischen 50.000 und 100.000 Leute, die gejubelt haben. Und in der Vorrunde gab es 3 Spiele am Tag. Und ich saß in einem überhitzten Container und sah mir die Spiele an und machte mir Notizen. Und merkte beim Schreiben, dass ich nicht mehr richtig schreiben konnte. Dass sich die Schrift in der Tischplatte verkroch, immer kleiner wurde, knüsselig, wie sie in Westfalen sagen. Und ich merkte, irgendwas ist oberfaul. Hab das aber weggedrückt, hab darüber nicht weiter nachgedacht, hab's auch verdrängt. Dann merkte ich, dass ich nicht mehr richtig Klavier spielen kann. Die Musik ja auch ein wichtiger Teil Ihres Lebens? Ja, ein ganz entscheidender Teil. Dass ich nicht mehr richtig Schlagzeug spielen kann. Und habe mir dann meine Gedanken gemacht und noch 2 Jahre rumgehangelt und die Geschichte verdrängt, bis ich dann zum Arzt gegangen bin und die Diagnose bekam. Warum sind Sie so lange nicht zum Arzt gegangen? 2 Jahre hat das ja gedauert, bis Sie dann tatsächlich gegangen sind. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ich habe im Privatleben vor wenig Dingen Angst. Aber wenn es um Arztbesuche geht, bin ich ein totaler Schisser. Ich glaube, einige kennen es vom Zahnarzt, aber das ist ja schon, also wenn, vor allem Sie haben ja im Alltag so stark das gemerkt. War für Sie nie der Punkt, da zu gehen in diesen 2 Jahren? Immer mal wieder. Aber ich habe es, wie gesagt, weggedrückt, verdrängt, im Internet gewühlt, Indizien gesammelt für die Erkenntnis, es ist Parkinson. Und als ich dann vom Arzt die Diagnose bekam, war es im Prinzip nur noch Vollzug. Eigentlich war es mir schon klar. Und trotzdem ging unter mir eine Falltür auf. Und ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein, dass ich auf den letzten Metern jetzt noch diese Krankheit erwischt. Hat Ihnen das Angst gemacht, diese Gewissheit, als der Arzt Ihnen dann gesagt hat, dass es Parkinson ist? Ja, weil ich nicht wusste, wie das verläuft. Es verläuft bei jedem anders. Ich habe jetzt nicht die zittrige Variante, sondern ich habe Muskelverhärtung und eine komische Haltung, ein komisches Gangbild, etwas gehemmte Gesichtsmimik. Und die Arbeit wurde dadurch schwerer. Wie war dann nach der Diagnose, als Sie dann beim Arzt raus waren, der erste Reflex? Verstecken oder offen damit umgehen? Na, es ist so, wenn Sie 35 Jahre lang Radio und Fernsehen gemacht haben, können Sie sich nicht verstecken. Sind Sie so ein Teil der Öffentlichkeit geworden und müssen auch in gewisser Weise Rechenschaft ablegen. Man wird gefragt, Kollegen fragen, die Familie fragt. Die Presse fragt und man gibt Auskunft. Man tritt die Flucht nach vorne an. Die Presse hat Sie dann ja quasi auch geoutet, dann, dass Sie Parkinson haben. Am selben Abend nach dieser Schlagzeile haben Sie dann sogar noch einen Auftritt gehabt. Hatten Sie Angst, wie die Leute mit Ihnen umgehen? Ja, es war eine Comedy-Veranstaltung, lustigerweise. In Ludwigsburg, Baden-Württemberg lacht.
zynischerweise. Und als das Opening lief, das Jingle lief, was mich ankündigte, wusste ich nicht, was ich machen soll. Und als ich dann auf die Bühne kam, gab es verhaltenen Applaus, der immer stärker wurde. Dann gab es stehende Ovationen und aus irgendeinem Grund wurde ich von den Leuten getragen. Und da war es für mich gut, auch für die Zukunft. Sie haben das Thema Parkinson dann auch in Ihrem Buch aufgegriffen. Sie haben es sogar auf die Bühne gebracht, in einem Bühnenprogramm. Warum war es Ihnen so wichtig, sich da nicht abzukapseln? Weil ich mir dachte, wenn ich das schon habe, dann kann ich auch was Positives daraus sehen. Man kann Menschen, die ein ähnliches Schicksal haben, eine ähnliche Krankheit haben, gute Ratschläge geben und was vorleben. Und was vorleben heißt, sich nicht verkriechen, nicht vor dem Fernseher versauern, sondern am öffentlichen Leben teilnehmen. Es ist schon eine andere Dimension, wie man das Leben sieht, wie man sich als Behinderter fühlt. Es hat nicht nur Nachteile. Ich habe zum Beispiel einen Behindertenausweis, mit dem ich überall parken darf. Wenn Sie in der Vorweihnachtszeit am Verkaufen auf einen Samstag noch eine Stunde im Kreis rumfahren, einen Parkplatz suchen, habe ich schon eingekauft. Da sind Sie wahrscheinlich wesentlich schneller als ich dann. Wo bringt denn die Krankheit Sie im Alltag an Grenzen? Im täglichen Leben die Routinen, die man normalerweise gar nicht mehr bewusst wahrnimmt. Knöpfe zumachen, an der Tankstelle Wechselgeld rausklauben, einkaufen, anziehen, duschen. Geht alles, aber es dauert alles viel länger. Man muss seinen Zeitplan, seine tägliche Agenda luftiger stricken und dann geht's auch. Apropos luftiger Stricken, 2015 haben Sie sich dann als Moderator von SWR 1 verabschiedet, also da sich ein bisschen mehr Raum geschaffen. Aber so ganz ohne Bühne und ohne Musik geht es ja dann doch nicht mehr. Ist die Arbeit für Sie ein Glücksfall? Die Arbeit ist ein großer Glücksfall, weil ich fühle, dass mich die Arbeit am Leben hält. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe in meinem Leben, in meinem Berufsleben immer eine große Dankbarkeit verspürt, dass ich in einem Job bin, in einer Tätigkeit bin, die mir Spaß macht und die mich mit Spaß meinen Lebensunterhalt verdienen lässt. Viele oder vielleicht sogar der überwiegende Teil der arbeitenden Bevölkerung muss am Sonntag nämlich schon speien, wenn sie am Montag wieder an die Arbeit denken müssen. Und das ist bei mir nicht der Fall. Insofern gehöre ich zu den Hochprivilegierten im Arbeitsleben. Das macht mich glücklich, ja. Und jetzt ist es so, Sie wurden ja einige Jahre nach der Diagnose 2013 noch mal Vater. Hat sich da in der Prioritätensetzung berufliches und privates Glück etwas verändert durch die Krankheit? Ja. Glücksmomente sind, wenn man mit den Söhnen zusammen ist. Ich habe 4 Söhne, große, mittlere und kleine. Und das Zusammensein mit denen macht mir großen Spaß. Und ich habe auch Glück gehabt mit der Krankheit. Es gibt viel schlimmere Diagnosen. Ich kann Ihnen sagen, jetzt habe ich zwar Parkinson, aber ich habe nicht vor, Schüttelreime vorzutragen. Und Sie waren als Moderator auch nie verlegen um einen Spruch. Wann waren Sie denn das letzte Mal sprachlos vor Glück? Sprachlos vor Glück? Als der Kleinste geboren wurde. Vielen Dank, Matthias Holtmann, für das Gespräch. Das Glück ist also nicht nur von unserem Körper bestimmt, sondern hat auch sehr viel mit unserer Einstellung im Kopf zu tun. Eine Entscheidung der Eltern, ein Unfall oder eine Krankheit und plötzlich ist alles anders. Solche Schicksalsschläge werfen unser Leben erstmal aus der Bahn, von einer Sekunde auf die andere. Herr Schmid, Sie haben so etwas selbst erlebt. Ihre Frau kam nach Hause mit der Diagnose Speiseröhrenkrebs. Wie war das damals für Sie? Grausam. Das war mit das Schrecklichste, was ich bisher erlebt habe. Ich hatte damit zu schaffen, weniger meine Frau. Meine Frau hat vom ersten Augenblick gesagt, ich akzeptiere das. Dann ist es so. Die Aussicht war zu dem Zeitpunkt, wir haben die Ärzte darum gebeten, Klartext mit uns zu sprechen. Wir hatten uns selber kundig gemacht und wir wussten ziemlich gut, was der Klartext sein würde. Und das haben die Ärzte bestätigt. Es geht um Palliativbehandlung.
nicht um Kurativbehandlung. Und ich war 2 Wochen von der Rolle. Das ist eine wunderbare Frau. Wir sind seit 36 Jahren zusammen. Das hat Gründe. Und ich konnte mir nicht vorstellen, ohne diese Frau zu leben. Das Erste war, mir hat sehr geholfen, dass ich diese Arbeit in einem Krankenhaus gemacht habe. Ich wusste von daher, was hilfreich ist für Menschen in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Hilfreich ist, nicht allein zu bleiben damit. Das nicht mit sich auszumachen. Es gibt Menschen, die wollen das und dann ist das zu akzeptieren. Aber ich habe mich dafür entschieden, raus damit, auf der Stelle. Ich sage es, als Erstes haben wir sofort den Kindern gesagt. Ich habe darauf bestanden, dass wir so schnell wie möglich die Freunde informieren und Verwandte und so weiter. Und das hat die wunderbare Erfahrung mit sich gebracht. Geteiltes Leid ist dann doch halbes Leid. Also mir wurde leichter dadurch, dass ich wusste und spürte, und vielleicht funktioniert das ja auch wirklich, dass Menschen mit ihren Energien jetzt dabei sind und das mittragen. Und meine Frau sagte mir nach ein paar Wochen, ein Glück ist das schon auch jetzt die Situation. Und ich frage sie, wie kommst du denn da drauf? Und sie sagte, ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so getragen gefühlt. Natürlich wird sie von mir auf Händen getragen, aber da waren dann noch etliche Hände mehr, die sie getragen haben. Und letzten Endes stellte sich heraus, aufgrund von Präzisionsuntersuchungen, bei ihr, nur bei ihr, ist alles ganz anders. Sodass sie konventionell, auch mit Strahlentherapie, Chemotherapie und letzten Endes aber mit Operation behandelt werden konnte. Und der behandelnde Chefarzt sagte, wir können sie mit dieser Operation heilen. Und das war vor etwa einem Jahr und meiner Frau geht's sehr gut. Jetzt eigentlich so ein klassisches Glück im Unglück. Sie sagen aber auch, man soll das Unglück nicht verteufeln. Ist es dann auch okay, wenn wir dann sagen, wir sind dann jetzt mal unglücklich, gerade in solchen Situationen? Ja, ich halte nichts davon, aber bitte, ich rede niemanden rein in sein Leben. Wenn ein Mensch ständig alles positiv sehen möchte, dann soll er das tun. Aber ich halte sehr viel davon, und das haben wir in dieser Situation auch so gehandhabt, die Dinge realistisch zu sehen. Das sind die Fakten, das sind die Möglichkeiten oder eventuell eben nicht mehr die Möglichkeiten. Der Vorteil ist, man muss dann weder sich noch anderen weiß machen, als wäre alles ganz toll. Weil dann fließt eine Menge Kraft in diesen Trug hinein, in diese Täuschung, die es ja letzten Endes ist. Ich rate eher dazu, behalte diese Kraft, um die schwierige Situation zu bewältigen. Da brauchst du sehr, sehr viel Kraft dafür. Und die vergeudest du, wenn du dich und andere täuschen möchtest. Und dann ist die Enttäuschung, wenn es nicht klappt, umso viel größer. Sie haben auch den Satz geprägt, Schicksalsschläge tragen auch immer die Chance in sich, dem Leben einen neuen Verlauf zu geben. Das kann man wahrscheinlich nicht direkt nach so einer Nachricht erkennen. Aber wie schaffe ich es denn dann, wenn ich vielleicht in dem Loch bin, sowas erlebt habe, doch dem Glück wieder eine neue Chance zu geben? Also so schwer, wie mir das Leben vor einem Jahr war und meiner Frau dann trotzdem, sie wäre nicht mit Freuden aus dem Leben gegangen, sie hätte es eben akzeptiert. So schwer, wie das damals war vor einem Jahr, so leicht fühlt sich das in diesem Jahr an. So leicht habe ich mich in meinem ganzen Leben noch nicht gefühlt. Und ich habe meine Frau darauf angesprochen, die nicht so viel von ihrem Innenleben sonst erzählt. Aber ich habe dann von ihr erfahren, so fühlt sie sich auch. Also gerade dann, wenn wir was Schweres bewältigt haben, dann ist das vielleicht eine viel größere Glückserfahrung, als wenn wir pausenlos uns glücklich fühlen und noch ein Glück draufsetzen. Die Wahrheit ist doch, da fühlen wir uns überhaupt nicht mehr glücklich. Da fühlen wir uns gestresst von diesem ewigen Glücklichsein müssen.
Und da lassen wir uns nicht stressen. Danke, Herr Schmidt, dass Sie uns auch verschiedene Facetten bisher von Glück aufgezeigt haben. Frau Mayan, ist es ein Weg, auch glücklich zu sein, indem man Glück weitergibt? Ja, das ist ein großes Glück, wenn man die Möglichkeit hat. Und das machen Sie ja auch. Ja, ja, das hat sich so ergeben, dass eben die Serie ja sehr bekannt wurde und die Familiensituation von Helga Beimer, das war ja sozusagen die Urfamilie, die hatte sehr viel Erfolg, die kam halt an beim Publikum, das Publikum hat diese Familie geliebt, mit allen Höhen und Tiefen, da sind wir auch bei den Tiefen, mit Scheidungen, mit den Problemen der Kinder, all das, da hat sich das Publikum unglaublich mit identifiziert. Und dann kam eine Dame auf mich zu und sagte, sagen Sie mal, hätten Sie Spaß an einem Patenkind? Ja, ich sag, wie soll das gehen? Ja, es gibt ja viele Organisationen, die sowas anbieten. Und dann kam ich zu einer Organisation Plan International und dann hat man gesagt, Frau Marian, könnten Sie sich das vorstellen? Dann sage ich, ja, ja, Sie müssen sich nicht entscheiden. Wir fahren mit Ihnen nach Indien und dann schauen Sie sich das an. Und wenn Sie dann überzeugt sind, dann arbeiten wir zusammen. Und das war genau der richtige Schritt, also um zu erkennen, passt es zu mir? Nicht, dass ich das irgendwie mache, weil es vielleicht schick ist oder weil man es von mir erwartet. Nein, ich sollte es prüfen und das habe ich. Und ich war unglaublich auch überwältigt und auch wieder verwirrt über das Leben in Indien, wie die Menschen leben müssen. Wir sind da angekommen in den 90er Jahren, da war der ganze Flughafen voller Menschen, die lagen da und schliefen. Man musste über diese Menschen gehen, um überhaupt zu dem Auto zu kommen, was uns abholte und die Stadt fuhr. Und dann konnte man dort in Indien die Hierarchie der Armut erleben. Also wie wirklich, wie Brecht das auch beschrieben hat. Wie also die Menschen, die unter den Brückenpfeilern und wer dann noch so ein kleines Tuch hatte für Sonnenschutz, das war schon eine Stufe besser. Und dann hatte jemand eine Pappe unter sich, das war noch eine Stufe besser. Und dann ging dieser ganze Zug ging raus, aus Bombay bis aufs Land hinaus, bis zu den Hütten, die nachher, also so Wellblech, das war das Höchste, was es gab. Vorher war also nur, ja, Mauern war das Allerhöchste. Wellblech war noch die Stufe davor, aber Mauern, das war das Allerhöchste. Und dann haben Sie Ihr Patenkind gefunden. Und bei einem ist es ja dann nicht geblieben. Sie haben inzwischen wie viele? Fünf. Fünf Patenkinder. Ja. Und inzwischen auch eine eigene Stiftung, wo Sie sich viel um benachteiligte Mädchen auch kümmern. Was sind das für Projekte? Da geht es also um diese normale Existenz oder um das Normale, überhaupt Essen zu haben und überhaupt in das Leben treten zu können. Da geht es hinaus. Da geht es um die Stufe, dass die jungen Mädchen und Jungen studieren können. Vielen Dank, dass Sie sich für diese Kinder einsetzen. Herzlichen Dank dafür. Familienglück ist auch so etwas, das nicht immer planbar ist. Mitunter auch, wenn es um Kinder geht. Wie schwer so ein Weg sein kann, das erzählt uns jetzt unser nächster Gast. Herzlich willkommen, Ilona Rubel. Frau Rubel, bei der Familienplanung war das Glück leider nicht immer auf Ihrer Seite. Mit Ihrem neuen Mann haben Sie einen gemeinsamen Sohn erwartet, Julian. Er ist leider im Mutterleib noch erkrankt und Sie mussten die Schwangerschaft im fünften Monat abbrechen und ihn als Sternenkind zur Welt bringen. Wie sind Sie damals mit diesem Verlust umgegangen? Also dieser Verlust, überhaupt diese Nachricht, dass dieses Kind keine Überlebenschance hat, das war für meinen Mann und für mich unerträglich. Also wir haben uns auf die Schwangerschaft gefreut, wir haben uns auf das Kind gefreut und plötzlich erfährt man, das Kind hat mehrere Trisomien und hat keine Überlebenschance. Wir hatten zwei Möglichkeiten, entweder die Schwangerschaft zu unterbrechen oder eben das Kind ganz normal zur Welt zu bringen. Aber dann, ja, das möchte ich jetzt nicht unbedingt so ganz aussprechen. Und wir hatten uns dann für die Möglichkeit entschieden, die Schwangerschaft im fünften Monat abzubrechen. Es war fürchterlich für uns, weil wir auch diesen gemeinsamen Kinderwunsch hatten.
Dieses Gefühl ist wahrscheinlich für die meisten von uns gar nicht nachvollziehbar. Nach dieser Schwangerschaft wollten Sie aber dennoch weiterhin an dem Wunsch festhalten, nochmal ein gemeinsames Kind zu bekommen. Allerdings waren Sie damals schon fast 40. Ihr Mann hatte sich schon sterilisieren lassen, hat zwar versucht, die Sterilisation rückgängig zu machen, nicht mit dem gewünschten Erfolg. Und demnach haben Ihnen die Ärzte dann gesagt, dass die Chancen auf eine natürliche Schwangerschaft eher gering sind. Wie sind Sie mit dieser enttäuschenden Nachricht fertig geworden? Also es war ja nicht nur, dass mein Mann sich hat sterilisieren lassen. Es war auch, weil ich eben auch 40 bin, naturgemäß legen auch die Eierstöcke dann ihre Funktion dann auch nieder. Und wir haben dann ein Kinderwunschzentrum nach dem anderen in Deutschland besucht. Und keiner wollte uns helfen. Man hat uns gesagt, wir sollen das Geld lieber sparen und eine große Reise machen. Ich wollte aber keine Reise machen. Wir wollten ein gemeinsames Kind. Und irgendwann hatte man ganz unter vorgehaltener Hand, hatte man uns die Möglichkeit gesagt, dass es im Ausland die Eizellspende gibt. Weil Sie nicht aufgegeben haben. Sie wollten kämpfen für ein gemeinsames Kind. Und dann gab es die Möglichkeit auf die Eizellenspende. Jetzt aber die Frage, woher haben Sie die Kraft genommen, nach diesen ganzen schlimmen Erfahrungen trotzdem daran festzuhalten? Also als ich diese Möglichkeit erfahren habe, das war auch nur ganz kurz, weil Ärzte dürfen in Deutschland noch mich nicht mal darüber informieren, dass es diese Möglichkeit gibt. Als wir das erfahren haben, dann, das war für mich auf der einen Seite, wie konnte man mir diesen Vorschlag machen? Ich war erst entsetzt, weil ich mich damit auch noch nie auseinandergesetzt habe. Und dann habe ich mich dann mehr und mehr mit dieser Möglichkeit auseinandergesetzt und konnte mich auch immer wieder damit anfreunden. Das war aber auch ein Prozess, der hat auch Jahre gedauert. Und als für mich dann der Entschluss feststand, musste eben mein Mann auch noch mitmachen. Und das war natürlich auch wieder schwierig, meinen Mann davon zu überzeugen. Für meinen Mann war das so, das ist so ein Gefühl, als ob ich hinterher ein Kind mit einer anderen Frau habe. Ich meine, zum damaligen Zeitpunkt, Sie hatten ja schon eine Tochter. Ihr Mann hatte auch schon zwei Kinder aus vorherigen Partnerschaften. Warum noch ein Kind? Warum haben Sie es nicht dabei belassen, wenn die Chancen oder so viele schlimme Sachen schon passiert sind? Ja, wir haben geheiratet, das war schon mal Glück und wir wollten ein gemeinsames Kind haben. Wir wollten auch eine größere Familie haben und für mich war auch so die Lebensplanung. Ich wollte auch gerne zwei Kinder haben und ich konnte damit auch noch nicht so ganz abschließen. Und diese Kraft, die hat mich da auch getrieben, muss ich dazu sagen. Ich habe nicht aufgegeben. Also mein Mann, der hätte öfter das Handtuch geschmissen, aber immer wieder kam ich um die Ecke und irgendwann hat er gesagt, hey, wir ziehen das jetzt gemeinsam durch, wir machen das. Und dann habe ich mich natürlich informiert, dann wurde es akut und dann habe ich mich dann auch mit Kinderwunschkliniken im Ausland auseinandergesetzt und da musste ich erst mal gucken, wohin. Und dann war das für uns erst mal klar. Wir sind dann nach Spanien gereist, nach Mallorca. Genau, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Sie sind, wie Sie schon angemerkt haben, viel durch die Welt gereist, haben sich über die Eizellenspende informiert. Sie waren in Las Vegas, sie waren auf Mallorca und dafür ging auch eine Menge Geld drauf, immerhin rund 30.000 Euro. Und trotzdem hat es nicht direkt auf Anhieb funktioniert. Also da hat es auch mehrere Anläufe gebraucht. Wie war das so, ständig zwischen dieser Hoffnung und der Hoffnungslosigkeit hin und her zu schweben? Ja, also es war, wie gesagt, Hoffnung. Ich habe eine Klinik gefunden und die haben gesagt, hey, komm vorbei, wir können die Behandlung durchführen. Und mit einer Eizellspende hat man eben auch Erfolg. Und dann war eben mein Mann, der sich eben sterilisieren lassen hat, okay, er hat es wieder rückgängig gemacht, war nicht der Erfolg da. Ja, und dann war natürlich, er musste dann eine Hodenbiopsie durchmachen, um natürlich, damit man auch an sein Material kommt. Das war für ihn natürlich auch nicht einfach und auch sehr schmerzhaft. Aber ich muss ehrlich sagen, das war mir egal, weil ich von diesem Kinderwunsch angetrieben worden bin, muss ich da wirklich gestehen. Und es hat sich aber gelohnt, dass Sie daran so festgehalten haben. Als Sie dann in Alicante in Spanien waren, hat die Eizellenspende funktioniert. Sie sind schwanger geworden und haben 2015 Ihre Tochter Amelie geboren. Wie war das für Sie, als Sie dann dieses gesunde Kind nach all diesen Strapazen in den Händen gehalten haben?
Also in der Schwangerschaft war das so, ich habe bald ein Blind Date, wie sieht das Kind aus? Das ist natürlich schon eine Sache. Es ist natürlich nicht mein Genmaterial gewesen, aber das Genmaterial von meinem Mann. Aber in dem Moment, als ich die Amelie zur Welt gebracht habe, ich habe die Amelie im Arm gehalten und es ist mein Kind. Und dieses Gefühl, das ist da, das ist genauso da wie bei meiner älteren Tochter, ist das gleiche Gefühl, das gleiche Mama-Gefühl wie eben bei der Amelie. Und das ist ein schönes Gefühl. Und das ist auch dieses, wir sind jetzt komplett. Also diese Familie. Ich freue mich auch, nach der Sendung nach Hause zu fahren. Dann geht die Tür auf und dann kommt da meine Familie entgegen. Jeder möchte sein Tribut haben und das ist ein schönes Gefühl. Ich weiß aber, dass... Ich weiß aber, dass das leider nicht für jede Frau selbstverständlich ist. Was würden Sie denn einem Paar mit auf den Weg geben, was vielleicht in einer ähnlichen oder sogar der gleichen Situation ist, wie Sie es damals waren? Hat sich der Kampf oder die ganze Kraft am Ende gelohnt für Sie und würden Sie es empfehlen? Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich muss aber sagen, es ist ein schwieriger emotionaler Weg und man braucht auch die Kraft, durchzuhalten. Aber diese Kraft hat uns ja dann auch angetrieben und die hat uns ja hinterher auch belohnt. Und es gibt nichts Schöneres auf der Welt. Vielen Dank, Frau Hubel. Ihnen und Ihrer Familie weiterhin alles, alles Gute. Glück als purer Zufall. Ich würde sagen, dass Familie Rubel ein gutes Beispiel dafür ist, dass man seinem Glück selbst mit viel Kraft und Willen etwas auf die Sprünge helfen kann. Eine gesunde Familie und ein sicheres berufliches Umfeld. Wir haben heute schon ganz viel über die verschiedenen Definitionen von Glück gesprochen. Aber ich denke, auf diese zwei Punkte können wir uns fast alle einigen, wenn wir darüber sprechen, was Glück wirklich für uns ausmacht. Bei unserem nächsten Gast führte das Ende des einen, der gesunden Familie, zum Wegfallen des anderen, des sicheren beruflichen Umfelds. Und warum diese schwierigen Umstände am Ende trotzdem das ganz große Glück waren, das verrät uns jetzt die Autorin Hanni Münzer. Schön, dass Sie da sind. Frau Münzer, ein Leben lang haben Sie sehr viel gelesen, geschrieben, haben Manuskripte verfasst, haben die auch immer an Verlage geschickt, sind aber zunächst, muss man sagen, zunächst erstmal immer abgelehnt worden. Sie sind viel in der Welt rumgekommen, haben einen guten Job gehabt, den Sie dann aber hingeschmissen haben, sich bewusst entschieden haben, den mache ich nicht mehr. Warum? Das war der Moment, als mein Mann die Diagnose bekam, schwer herzkrank, stand eine Operation für ihn an. Und man muss dazu sagen, mein Mann ist 22 Jahre älter, er war vorher schon nicht ganz gesund und wir wussten jetzt nicht genau, wacht er nochmal nach der Narkose auf, weil er auch eine Narkoseunverträglichkeit hat. Das ist also so eigentlich ganz klar, dass wir in dem Moment gesagt haben, wir wissen nicht, wie es ihm danach geht. Ich kündige meinen Job, damit er weiß, dass ich für ihn da bin. Und ich denke, das hat ihm auch schon vom Psychologischen her geholfen zu wissen, egal, was passiert, meine Frau ist für mich da und ich glaube, das war schon sehr wichtig auch für ihn, für den späteren Heilungsprozess. Das heißt, es war Ihnen sofort klar, dass Sie Ihren Job aufgeben, um Ihren Mann zu pflegen, als die Diagnose kam? Ja, und es ist auch so, ich empfand es jetzt eigentlich auch nicht irgendwie schwer, meinen Job aufzugeben. Ich habe meinen Job geliebt, ich habe also wirklich eine gute Arbeitsstelle gehabt, es war spannend, es war wirklich einfach, ich hatte da auch meine innere Zufriedenheit. Und ich bin auch weich gefallen. Also ich hatte sehr verständnisvolle Arbeitgeber. Ich habe einfach gefragt und habe ihnen das geschildert. Und die haben dann gesagt, ja, gar kein Problem. Nimm dir die Zeit, nimm das Sabbatical. Und ich wusste, ich kann zurückkehren. Das heißt, nie gezweifelt, diesen sicheren Job aufzugeben? Nein, gar nicht. Weil es war ja der Job oder Mann. Ich meine, das ist ja eigentlich gar, da muss man ja gar nicht überlegen. Das ist ja ein Entschluss. Das ist eigentlich alternativlos. Sie haben dann am letzten Arbeitstag, den Sie dort hatten, haben Sie am Abend sich noch entschieden, bei Amazon Ihr Buch Die Seelenfischer als E-Book hochzuladen. Können Sie beschreiben, wie es dazu kam, dass Sie dann diesen letzten Schritt gemacht haben und gesagt haben, ja, dann nehme ich vielleicht mein Glück auch dann selbst in die Hand? Ja, das war eigentlich auch wieder vielleicht ein Zufall. Ich habe ja bei der Familie Sixt gearbeitet, bei der Autovermietung Sixt.
Und ich lernte die Cousine von Herrn Erich Six kennen, die selbst Autorin und Produzentin ist. Und irgendwann, so nach 2-3 Jahren, hatte ich mal den Mut zu fragen, ob sie mal mein Manuskript, die Seelenfische, anschauen möchte. Und er sagt, ja klar, mache ich, das ist eine ganz, ganz tolle Frau. Und über die Andrea Six bekam ich dann die Möglichkeit, zu einer Agentur zu gehen, bei der ich jetzt noch bin, eine Literaturagentur in München, die Liane Kolf. Und ich mache ein bisschen Werbung für Liane. Und ja, so hat sich das eigentlich entwickelt. Sie hat sie mit vermittelt, und, aber ich habe keinen Verlag gefunden. Das war nämlich schon im Jahr 2006. Und so landet das Manuskript wieder in der Schublade. Und als ich dann gekündigt hatte, hatte ich mir gedacht, na, jetzt liegt das schon so lange und ich kann es ja mal versuchen. Damals gab es ja erst seit ein paar Monaten die Möglichkeit, übers Internet, übers Internet selbst zu verlegen. Mhm. Habe ich das einfach hochgeladen und plötzlich hatte ich Leser. Also es war eigentlich ein Glück und ein Zufall und es kam alles irgendwie zusammen. Haben Sie damals beim Hochladen irgendwie ein gutes Gefühl gehabt oder selber an Ihren Erfolg schon geglaubt? Eigentlich nicht. Das war eigentlich ein Experiment, das versehentlich gelang. Momentan stand ja eigentlich erst mal an, dass mein Mann wieder gesund wird. Da war die OP dann schon vorbei. Und ja, das war eigentlich das Wichtigste, dass sich das dann so entwickelt hat. Das war dann eigentlich noch so das Bonbon dazu. Mhm. Ja. Dass mein Mann wieder gesund wurde, war natürlich das Wichtigste. Mhm. Ja. Dieses zufällig gelungene Experiment war ein Riesenerfolg. Sie waren mehrere Wochen auf Platz 1 der Kindle-Charts. Erinnern Sie sich an den Moment, als Sie zum ersten Mal davon erfahren haben, dass Ihr Roman so durch die Decke geht? Was war das für ein Gefühl für Sie? Ja, also da explodiert erstmal das Universum, weil das ist ja etwas, wovon man jahrelang träumt. Jahrelang reicht man sein Manuskript ein. Es war nicht das Einzige, ich hatte noch ein zweites Manuskript in der Schublade. Und plötzlich klappt es. Das ist erstmal irgendwie so unwirklich. Das kann man erstmal gar nicht richtig glauben. Aber man freut sich natürlich ganz, ganz dolle darüber. Und ich bin auch sehr glücklich, so wie es jetzt weitergelaufen ist. Und sehr, sehr dankbar auch. Hat Ihnen das dann auch Kraft gegeben im Alltag mit Ihrem Mann damals? Ja, ja, natürlich. Er hat sich ja da auch sehr, sehr mit mir gefreut. Und es war einfach auch schön, wie sich das alles so entwickelt hat. Das hat man ja, damit hat man ja gar nicht gerechnet, dass eigentlich zu dieser Diagnose noch so was Schönes dann auch dazugekommen ist. Sie haben Ihre Werke immer wieder Verlagen angeboten, wir haben es vorher schon gehört, sind abgelehnt worden. Dann kamen die Verlage plötzlich auf Sie zu. Wie war das für Sie? Ja, es war sehr spannend. Und ich habe mich natürlich auch sehr darüber gefreut, aber ich war natürlich auch ein Jahr lang bockig. Also ich habe dann erst mal ein Jahr lang gesagt, erst wollte er mich jahrelang nicht haben und jetzt plötzlich, wo doch was geht, kommt ja auch. Und dann habe ich erst mal gesagt, nö, jetzt möchte ich nur ein Jahr lang wirklich meine Unabhängigkeit genießen. Und andererseits, nach einem Jahr habe ich dann auch nachgegeben, bin zum Piper Verlag gegangen. Erstens mal, weil ich dort, als ich mich vorgestellt habe oder als dieser Termin zustande kam, mich gleich mal in meine Lektorin verliebt habe. Also es war gleich nur so eine ganz tolle Chemie zwischen uns. Und ja, das war eigentlich so der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, ich mache es. Und der andere war, dass ich rechnen kann. Der E-Book-Markt, das sind ja nur so 5-6% und der Rest ist immer noch Buchhandel. Und ich, ein Leser, also ich als Autor will man natürlich vor allen Dingen eines, man will gelesen werden. Und deshalb wollte ich möglichst viele Leser erreichen und dachte, ich probiere das einfach auch mal aus und bin eben das nächste Experiment dann mit dem Verlag eingegangen. Mittlerweile ist es so, dass Sie, ob jetzt E-Book oder in An- und Abführung normale Bücher, mehr als 2 Millionen Exemplare verkauft haben. Der Erfolg, hat er Sie glücklicher gemacht oder war es eher der Umstand, dass Sie jetzt das tun konnten, was Sie wirklich vom Innersten heraus lieben? Also ich brenne ja dafür zu schreiben. Mhm. Also es ist eine Leidenschaft, da eigentlich bei mir ist es noch schlimmer. Also es ist wirklich, ich bin besessen. Und klar, wenn man das tun kann, für das man brennt und man lernt dann auch noch so viele tolle Leute kennen dadurch und also gerade mit Lesern habe ich dann ganz tolle Freundschaften auch aufgebaut, dann ist das eigentlich die Erfüllung. Also besser kann es gar nicht laufen und deshalb bin ich auch dafür sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, wir müssen nicht drum herum reden, dass Sie Ihren Erfolg sich selber erarbeitet haben. Trotzdem, was würden Sie sagen, wie viel Glück war da auch mit im Spiel? Also ich weiß jetzt nicht, ob das Glück ist, also vielleicht das Glück, dass ich das Talent zum Schreiben in den Genen mitbekommen habe. Weil ich glaube, viele schreiben und viele schreiben auch sehr gut und viele werden vielleicht auch nicht entdeckt. Also ich denke, ich hatte einfach auch das Glück, im richtigen Moment
das Buch hochzuladen, als vielleicht auch gerade der Markt sich dafür geöffnet hat, eben im Selbstverlegertum. Ich denke, das war vielleicht das Glück, weil vor 10 Jahren hat es ja noch nicht geklappt. Vielen Dank für das Gespräch. Glück im Leben, planbar oder zufällig? Ich hatte ja schon jetzt heute Abend gehofft, irgendwie so ein Glücksrezept zu bekommen. Oder zumindest eine Antwort, ob jetzt eben Glück planbar oder zufällig ist. Aber scheint irgendwie auch beides zu sein. Wichtig ist, denke ich, auch wenn wir mal Unglück im Leben haben, sollten wir trotzdem versuchen, glücklich zu sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und seien Sie glücklich. Applaus